und herzlich willkommen zur niegelnagelneuesten Ausgabe hier beim Telestammtisch. Eine Ausgabe, die ich gar nicht selbst gemacht habe, denn genau genommen waren hier drei Vertreter des Filmkritik-Podcasts mit am Start. Die Filmkritiken, das ist ja quasi so dieser andere Zweig vom Telestammtisch, in dem ich eine Filmredaktion betreue. Und da habe ich eine ganze Menge Kolleginnen und Kollegen am Start, die für uns jede Woche ganz viele Filme besprechen. Im Regelfall sind das die großen Kinostarts. Jetzt haben wir gerade nicht so viele Kinostarts, aber wir arbeiten inzwischen mit allen Streaming-Portalen zusammen. Wir arbeiten generell mit einer Menge Unternehmen zusammen, die uns einfach vorab Zugänge geben zu Filmen, die, wie gesagt, im Stream laufen oder auch im Heimkino. Jede Menge freiwillige Beiträge, die wir machen oder eben auch Dinge aktuell, die in Mediatheken zum Beispiel auftauchen. Und jetzt gab es da den Patrick, den Sam und den Thilo. Die drei hatten total Lust, sich irgendwie mal über die Filme von George R. Romero zu unterhalten und viel eher noch über ja, das komplette Zombie-Genre. Und das ist ein wahnsinnig interessanter Talk geworden, der jetzt nicht einfach irgendwo um nirgendwo versauern sollte. Ich habe mir überlegt, der ist so gut geworden, der hat auch einfach mal verdient, jetzt hier in den regulären Ausgaben des Telestammtisch zu erscheinen. Ja, deswegen packe ich den mal mit hier rein. Lauscht also den dreien, wie sie komplett über das gesamte Zombie-Genre sprechen, und das sind wirklich drei Experten. Also der Thilo ist unser seit Jahren unser Gänger für das Fantasy-Film-Festival. Patrick hat alles gesehen, was mit Horror zu tun hat, und auch Sam ist total der Fan. Die hatten mega Bock drauf und ich habe den einfach mal gefragt, über welche Filme habt ihr eigentlich gesprochen, und daraufhin schreiben die mir. Es war eher ein Crashkurs über das gesamte Zombie-Genre. Viele prägende Zombie-Werke von Dawn of the Dead, Snyder und Romero, Zombieland war es echt ein ziemlicher Abriss auf das Genre. Daraufhin schreibt Thilo, wir hatten vor, uns auf die reinen 6 Romero-Zombie-Filme einzuschießen. Allerdings mussten wir natürlich auf die Quasi- und Pseudo-Fortsetzungen eingehen, wie Zombie 2, Return of the Living Dead, Night of the Living Dead, das Remake davon etc. Zusätzlich haben wir auch die Einflüsse der Romero-Filme auf das Genre angerissen. Das sieht man dann in Resident Evil, World War Z, 28 Days Later etc. Insofern ist es etwas ausgeufert, aber dieses Thema ist einfach nicht so nebenbei zu beackern. Ja, und ihr merkt schon, die hatten voll Bock. Auch ganz kurz geht's um The Walking Dead. Da hatten sie aber gar nicht so richtig Lust drauf. Das ist mehr so am Rande dann auch besprochen worden. Ja, und viele weitere Dinge, die stecken voll drin im Thema. Die hatten mega Bock. Die haben sich auch die verschiedenen Cuts, glaube ich, angeschaut, von denen von Zombie gibt, also vom ersten. Also es wird ein großer Traum, groß viel Spaß machen, und ich bin mir sicher, das passt hier gut rein. Warum mache ich jetzt hier nicht mit? Ja, aus einem ganz einfachen Grund. Wir haben jetzt November und wir haben auch bald Dezember, und der eine oder andere weiß, im Dezember bekomme ich Nachwuchs. Das heißt also, ich fahre gerade meine Podcast-Aktivität ein bisschen zurück. Und warum auch jetzt schon 2 Wochen, nachdem wir bereits über Comics in Bibliotheken gesprochen haben? Ja, auch das ist ganz einfach. Normalerweise kommt die Ausgaben vom Telestammtisch nämlich immer in der Mitte des Monats. Und jetzt ist die Mitte irgendwie immer um 2 Wochen verschoben gewesen. Wenn ihr euch also mal anschaut, wann die letzten beiden Ausgaben kamen, die kamen einfach jeweils 2 Wochen zu spät. Wir sind jetzt wieder in der Mitte des Monats, das heißt, wir sind wieder on track. Und jetzt geht's eben hier regulär weiter mit einmal im Monat einer Ausgabe des Telestammtisch. Auch für den Dezember habe ich schon eine konkret krass coole Idee. Ob sich das so umsetzen lässt und ob das so funktioniert, werden wir noch sehen. Yo Leute, ich würde mich tierisch freuen, von euch in irgendeiner Form Feedback zu bekommen. Auf Facebook, Twitter, Instagram und beim YouTube-Upload könnt ihr dieses Feedback hinterlassen. Außerdem wäre es toll, wenn ihr uns in irgendeiner Form bewerten würdet, zum Beispiel auf Apple Podcast, auf Facebook, auf Google Podcast, auf podcast.de. Überall da gibt es einfach so Gelegenheiten und Möglichkeiten, Podcasts zu bewerten. Bitte macht es auch für den Telestammtisch. Ich habe jetzt gesehen, meine Podcast-App, die Podcast Addict heißt, bitte die Möglichkeit, dort Bewertungen zu hinterlassen. Auch das wäre voll toll, wenn ihr das tätet. Ja, ne? Und dann teilt uns einfach, empfehlt uns weiter. Das wäre echt richtig gut und würde einfach die Reichweite des Telestammtisch noch etwas erhöhen. Es war mir eine wahre Freude. Ich höre gern von euch. Schreibt mir überall, wo ihr könnt. Auf, wie gesagt, Facebook, Twitter, Instagram und beim YouTube-Upload sowie im Blog unter tele-stammtisch.de. Und nun also richtig, richtig, richtig viel Spaß zu unserem großen Zombie-Talk beziehungsweise zum Special zu George R. Romero. Viel Spaß, ciao. Hallo liebe Filmfreunde und liebe Tele-Stammtisch-Hörer, hier ist Thilo, der alte Schwede aus München, und heute haben wir ein wieder mal ganz besonderes Special, was vor allem mir sehr am Herzen liegt, wo ich sehr viel, im wahrsten Sinne des Wortes, Herzblut reingesteckt habe. Es geht nämlich um die Zombie-Filme des legendären George A. Romero, der ja im Grunde auch dieses Genre fast eigenständig erfunden hat, aus der Taufe gehoben hat mit seinem Werk von 1968, Nacht der lebenden Toten, und den klassischen Zombie quasi durch den modernen Zombie, den apokalyptischen Zombie, ersetzt hat und damit eine Welle losgetreten hat, die man damals nicht absehen konnte, weil es inzwischen hunderte von Zombie-Filmen, Zombie-Spielen, auch inzwischen Zombie-Serien gibt und Comics natürlich und Bücher und weißt du nicht was alles. Die Welt der Zombies hat die Popkultur erobert, ist inzwischen auch beim Mainstream angelangt. Ja, und da wollen wir ein bisschen drüber reden, da ja
Der vielleicht bekannteste Film von George A. Romero, Zombie Dawn of the Dead, vor kurzem erst vom Index geflogen ist, begnadigt wurde, nicht mehr verboten ist, beschlagnahmt ist in Deutschland und sogar mal kurze Zeit wieder in die deutschen Kinos kam und ich durfte mir neulich erstes Mal im Kino anschauen und war schwer begeistert. Und darüber möchte ich jetzt sprechen und zwar mit zwei Gleichgesinnten und zwar einmal der Sam, grüß dich. Jo, servus. Genau wie man bei uns in Bayern sagt. Und der Patrick natürlich. Hi. Du bist aber eher im Preußenland, oder? Ich? Ja. Ich komme aus Bayern, aber ich wohne in Hessen. Ja, 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 siehst du mal, ein Urban-Dissident quasi. So, und ich bin der Schwab hier unter uns. Na, der Schwab, na sicherlich. Heiligsblechle. Ja, das ist immer eine illustre Runde. Ja, Zombie-Filme. Ihr seid ja auch quasi, ihr outet euch jetzt mal so als Zombie-Fans, würde ich sagen, ja, wenn ich das richtig verstanden habe. Oh ja. Und wir könnten jetzt natürlich ein Special machen, wo es rein um Zombie-Filme geht. Das würde allerdings den Rahmen sprengen, weil ich glaube, da wären wir morgen früh noch nicht fertig, wenn wir das machen wollen. Deswegen wollen wir uns jetzt mal eben einschießen auf den Urvater des modernen Zombie-Films, George A. Romero. Denn, ja, ich hatte es schon angesprochen, 1968 gab es den Urknall. Der moderne apokalyptische Zombie, damals noch im schwarz-weißen Gewand, kam er auf die Leinwand. Zuvor, muss man vielleicht kurz ansprechen, gab es schon Zombie-Filme. Da wird meistens genannt White Zombie, zum Beispiel von 1932, also schon wirklich ganz alt. Oder I Walked with a Zombie von 1943. Da geht es allerdings eher auf diese klassische Voodoo-Schiene, weil der klassische Zombie ist ja eigentlich ein von einem Voodoo, von einer Voodoo-Magie besessener Mensch, der quasi Fron- oder Sklavendienste für seinen Meister leisten muss und hat nichts mit diesem, ja, ich sag mal, Untoten zu tun, die George A. Romero 1968 ja, aus der Taufe gehoben hat. Der Film wurde in Pittsburgh gedreht, nicht in Hollywood. War auch der erste Film, der überhaupt in Pittsburgh produziert wurde. Und noch dort sind die Leute dort, die Einwohner, alle total zombifiziert und haben bei diesen Romero-Filmen immer gerne umsonst als Statisten mitgespielt, wollten auch ein Zombie sein, haben da ja so einen richtigen Kult drum gestrickt. Aber 1968, wie gesagt, war die Premiere der apokalyptischen Toten, die eben nicht unter einem, ja, unter einem Fluch standen, sondern die aufstanden sind, um sich an den Lebenden gütlich zu tun, sprich sie aufzufressen. Und sobald mal einer gebissen wurde, war man infiziert und man hat dann natürlich die Reihen der Untoten auch gefüllt und so bahnte sich dann die Apokalypse an. Gut, ihr zwei, jetzt würde mich mal interessieren, wann habt ihr den Film oder zum ersten Mal gesehen oder wenn ihr euch daran noch erinnert oder wie seid ihr darauf gekommen und was habt ihr davon gehalten? Soll ich anfangen? Okay. Fangen wir an. Ja, dann fange ich an. Und zwar war das in meiner Jugend, ich hatte in meiner Jugend eine PlayStation und habe mit Resident Evil damals das Bereich der Zombies oder das Reich der Zombies entdeckt und mir ist dann irgendwann, wenn man sich natürlich mit Zombies ein bisschen beschäftigt, dann auch Romero aufgefallen, beziehungsweise bewusst geworden, dass er eigentlich diese Zombie-Streifen oder diese zombifizierten Wesen, wie wir sie jetzt kennen, erschaffen hat. Und dadurch bin ich dann auf seine Filme gestoßen und habe mir dann nach und nach die Zombie-Filme, beziehungsweise seine Filme, angeschaut. Angefangen hatte ich damals mit dem ersten Zombie, Dawn of the Dead, 1978. Die Nacht der lebenden Toten habe ich ein bisschen später gesehen. Der ist mir aber jetzt auch nicht mehr so präsent wie der Dawn of the Dead, weil den habe ich wirklich bis zum Abwinken geguckt gehabt. Ja, nicht nur du. Ja. Okay, also da bist du dann durchs Zocken quasi auf die Zombie-Filme von George Romero gestoßen. Richtig. Ist ja auch nicht schlecht, jeder anders. Resident Evil, genau. Resident Evil, also das erste auf der PlayStation kam ja 1996. Da war ich 14 Jahre alt. Okay. Mit 14 Jahren bin ich auf diese Zombie-Schiene geraten, ja. Ich glaube, das war auch nur so halblegal dann, ne? Ja, ja, natürlich. Dawn of the Dead ist ja erst seit kurzem legal, von daher, wir waren damals alle so ein bisschen illegal unterwegs. Ja, dazu kommen wir auch noch gleich. Aber Patrick, hast du Night of the Living Dead zuerst gesehen oder die anderen Filme von Romero? Und ich habe zuerst das Zack Snyder Remake und Shaun of the Dead als erstes gesehen. Und Evil Dead 2. Und aber danach war ich auch zombie-infiziert und habe auch alles von George A. Romero erstmal inhaliert. Okay, welches Medium dann? Aus der Videothek damals oder wie hast du das gemacht?
Sagen wir es mal so, ich war zufällig in einem Raum, wo der Film lief. Mhm. Okay. Ja, umschreiben wir es einfach mal schön. Ja, okay. Ja, es war ja teilweise gar nicht so leicht, auch an die Filme ranzukommen. Vor allem ungeschnitten in Deutschland war das ja in den 80ern, war das ja sehr verpönt, alles so ein bisschen hasch. Und kommen wir aber auch noch dazu. Aber wir wollen jetzt mal trotzdem den Urknall, wie gesagt, mal abschließen. Es war ja damals auch noch ein Schwarz-Weiß-Film. Ich habe den gesehen, der lief im österreichischen Rundfunk. Den konnte man damals ja noch empfangen hier in München und musste dann zu meinen Eltern ins Zimmer, wo der Videorekorder war, und musste ihnen sagen, ja, da kommt jetzt ein Film und das ist ein Freund vom Stephen King, weil das stimmt ja auch, und dem sein erster Film, und den muss ich unbedingt aufnehmen, und musste halt hoffen, dass da meine Eltern nicht zu sehr drauf geschaut haben, was ich dann da aufnehme, denn das war natürlich auch alles andere als jugendfrei, und zum Glück, da der Film schwarz-weiß ist, haben die wahrscheinlich gedacht, kann ja nichts Schlimmes sein, wo man Kunstfilm. Dazu, ja klar, genau, wo man dazu sagen muss, dass der für die damaligen Verhältnisse, klar, es gab schon Splatterfilme, Bloodfeast und so, war alles schon da, aber für einen Schwarz-Weiß-Film auch von dieser Zeit ist der schon ziemlich blutig und hat schon ziemlich viel Gore drin. Man sieht das erste Mal in so einem Film auch, also wie Zombies Gedärme fressen, ja, wie die das Fleisch von ihren Opfern abnagen, und das war für damalige Zeit schon richtig uiuiui. Also, und der Film wirkt trotz seiner Schwarz-Weiß-Ästhetik schon ziemlich, ziemlich heftig, oder was meint ihr? Man muss aber auch dazu sagen, dass der klassische Zombie spätestens seit der Black Lives Matter-Bewegung so nicht mehr möglich wäre, ohne irgendwie einen Kontext dazu zu schaffen und das ein bisschen kritisch auseinanderzunehmen. Aber ich fand den auch sehr interessant, hat mich erstaunt damals, als ich noch ein Jugendlicher war, dass ein Schwarz-Weiß-Film so gut wirken kann. Und nicht umsonst hat Robert Kirkman Walking Dead schwarz-weiß gehalten, eben an Anlehnung an Night of the Dead, weil er da mit eine Hommage schaffen wollte. Ursprünglich wollte er den Comic sogar Night of the Dead nennen. Mhm. Ja, also es hat wahnsinnig viele Leute beeinflusst. Klar, natürlich auch Herrn Kirkman, ohne den wir The Walking Dead auch nicht hätten. Also man kann auch sagen, ohne Romero kein Walking Dead. Also das ist unbestritten, glaube ich. Der hat wirklich wahnsinnig viele Leute inspiriert. Und ja, es war auch ein ziemlich erfolgreicher Film. Er hat fast gar nichts gekostet. Der Romero hat ja irgendwie das für ein paar hunderttausend zusammengekratzt, dann so irgendwie an ein paar Wochenenden gedreht. Und es war ja auch eine Neuheit, warum du jetzt Black Lives Matter vielleicht erwähnt hast, dass der Film für damalige Zeit sehr ungewöhnlich einen schwarzen Protagonisten hatte, der auch so der Einzige wäre, der sich da irgendwie so einigermaßen vernünftig verhalten hat in dem Film. Man sollte vielleicht aber die Handlung kurz anreißen. Also ja, unerklärlich, aus unerklärlichen Gründen erheben sich die Toten wieder, greifen die Lebenden an und wollen sie auffressen. Ein Haufen Überlebender verschanzen sich auf dem Land in so einer Farm, und nicht nur die Monster draußen sind eine Gefahr, sondern natürlich auch die Reibereien innerhalb der Gruppe, weil jeder will irgendwas anderes machen. Die einen wollen sich im Keller verkriechen, die anderen lieber auf dem Speicher, die anderen wollten einen Ausbruchsversuch wagen und so weiter und so fort. Und ja, ohne das Ende spoilern zu wollen, weil das war schon für damalige Welt ist auch ziemlich krass. Also so ein richtiges Happy End gibt's ja auch nicht. Das ist wahr. Und es war eben damals dass da so, ja, für diesen schwarzen Protagonisten so die Flagge hochgehalten wurde, war damals ja auch sehr ungewöhnlich. Also insofern ist das tatsächlich auch ein Beitrag zur Rassismusdebatte der Film, kann man so sagen. Man muss halt dazu auch immer sagen, dass Romero in seinen Filmen immer sehr sozialkritisch war. Er hat immer die momentanen Situationen, wo im Land oder in einer bestimmten Stadt oder so vorhanden war, in seinen Filmen wieder aufgegriffen. Mhm. Vielleicht hat es da zu der Zeit auch schon mitgespielt, dass da irgendwie so ein Black Lives Matter Art war, ja, wo man dann direkt so einen Hauptdarsteller ausgesucht hat. Also er ist schon so eine, wenn ich jetzt mal so die echten zitiere, so eine linke Zecke, der Romero. Also Konsumkritik kam ja dann in seinem nächsten Film sehr häufig, sehr groß zur Sprache. Und dann müssen wir jetzt einen Satz machen von ganzen 10 Jahren, denn erst 10 Jahre später, 1978, kam dann mit Zombie, wie auf Deutsch heißt, sehr minimalistisch, oder eben Dawn of the Dead, kam dann der zweite Film raus, diesmal in Farbe und ja, und auch sehr blutig, also sehr, sehr blutig für damalige Zeit auch. Und bei uns hieß der allerdings nur im Jargon Zombies im Kaufhaus, hieß er auf dem Schulhof. Mhm. Ja, das war so der inoffizielle Titel. Ja. Hey, Alter, hast du Zombies im Kaufhaus, Alter? Hey, klar,
Brauchst du oder was? So, Black Friday kommt wie immer. So war das. Und ja, hat nicht lange gedauert, bis sich die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften damals noch sich dem Film angenommen hatte und ihn dann ziemlich schnell im Giftschrank verstecken lassen musste. Und man hat dann irgendwelche furchtbaren VHS-Drittkopien sich zu Gemüte führen müssen, um den Film sehen zu können. Ich habe den damals mit 14 auch gesehen. Ich gebe zu, ich war zu jung damals dafür. Der ist ja schon, ja, teilweise harte Kost, also was die Effekte betrifft. Tom Savini als Special Effects Macher hat sich ja da wieder selbst übertroffen. Heute würdest du wahrscheinlich keinen 14-Jährigen mehr hinterm Ofen vorlocken. Deswegen haben sie ihn ja auch wieder begnadigt, den Film. Und ich durfte mir, wie gesagt, neulich im Kino anschauen und war immer noch nach wie vor schwer begeistert von dem Film. Es war auch, muss halt dazu sagen, es gibt ja verschiedene Fassungen von Dawn of the Dead. Es gibt den Argento-Cut, den Dario Argento, der berühmte italienische Horrorfilmmacher für den europäischen Markt, mit einem eigens komponierten Soundtrack von Goblin rausgebracht hat. Dann gibt es den Romero-Cut mit einem anderen Soundtrack, der viel länger ist. Und dann gibt es noch einen Extended-Cut, wo sie beide irgendwie so zusammengewürfelt haben. Aber die meisten von euch werden wahrscheinlich den Argento-Cut gesehen haben. Und ich kann es dir ehrlich gesagt gar nicht sagen, welchen Cut ich gesehen habe. Ich habe den längsten Cut gesehen, der 153 Minuten geht. Das dürfte dann der Romero-Cut sein. Oh, ich glaube, der Extended-Cut ist noch länger, weil da haben sie alle Szenen, die beim Romero-Cut nicht drin sind. Im Argento-Cut haben sie, glaube ich, dann auch noch dazu. Und dann wechselt auch der Soundtrack plötzlich hin und her teilweise. Das ist ein bisschen, alles ein bisschen verwirrend auch mit diesen ganzen unterschiedlichen Versionen. Aber ich sag mal, allein wegen des Soundtracks von Goblin ist auf jeden Fall der Argento-Cut zu bevorzugen, weil der einfach wahnsinnig viel Atmosphäre dazu bringt, finde ich. Ich finde, dass ein Soundtrack schon wichtig ist. Mittlerweile, seitdem das vom Index runter ist, dürften sie, wie bei Blade Runner, auch eine Box rausbringen, wo dann alle 4 Fassungen oder wie viele das sind, dabei sind. Und dann kann man für sich die richtige Fassung raussuchen, falls man denn die Geduld hat, alle 4 da anzuschauen. Genau. Oh, wir sollten vielleicht trotzdem mal kurz anreißen, worum geht's denn in dem Film? Also ich habe ja schon gesagt, der heißt inoffiziell Zombies im Kaufhaus. Warum? Naja, er spielt in einem Kaufhaus. Ja, er hat es, er kriegt 100 Punkte. Überwiegend. Genau, also. Am Anfang flüchten sie ja aus dem Sender und dann finden sie recht schnell ein Kaufhaus. Richtig. Wo sie sich wie die Zombies einquartieren. Genau. Für mich noch mal kurz zur Erinnerung, weil bei mir ist schon ein paar Tage her. Ich habe zwar oft genug den Film gesehen, aber ich glaube, das war der, wo sie die Zombies so leicht bläulich geschminkt hatten. Ja, genau. Ist das? Grau, bläulich. Schlumpfzombies. Ja, okay. Und da hat dann auch, glaube ich, dieser Tom Savini, heißt der, glaube ich, der hat ja auch oder bei... Sex Machine. Ja, der Sex Machine, genau, darauf wollte ich nämlich ansprechen, der hat da ja auch mitgespielt, richtig. Richtig, Tom Savini, der eigentlich Special Effects macht, ist, hat aber eine recht prominente Rolle als Anführer oder Captain eines Rocker-Clans, die marodierend durchs Land fahren und unseren Überlebenden das Leben ein bisschen schwer machen. Und man kannte ihn dann, genau, vom Dusk Till Dawn als Sex Machine ist er später dann in einem größeren Publikum, glaube ich, bekannt geworden. Aber der ist immer wieder nett für einen Cameo-Auftritt. Ja, und sieht richtig cool aus, ja. Und er ist eben auch für blutige Effekte hinter einigen bekannten Horrorfilmwerken bekannt. Also er hat das Horrorgenre auch ähnlich geprägt wie George A. Romero. Und wo wir Argento erwähnt haben, er hat ja diesen Film nur mit Hilfe von Argento finanzieren können. Und dadurch hat er ihn immer wieder auch in Filme reingeholt oder seine Tochter dann bei Land of the Dead eine größere Rolle zugeschrieben. Asia Argento oder Asia Argento, genau. Nachdem wie man sie aussprechen mag. Also da schließt sich dann der Kreis schon wieder so ein bisschen. Also es gab diese Italian Connection, der eben das dann in Europa vertreiben sollte. Und ja, so kam dann diese Verbindung zu Argento, der ja auch nach Night of the Living Dead einige Filme rausgebracht hat, dann eben diese Italo-Zombie oder Gruselwelle, die er dann auch sich oft durch krude Spezialeffekte ausgezeichnet hat und nicht viele Freunde bei FSK, BJPM und so gefunden hat oder bei Eltern sowieso nicht. Aber das. Die beiden waren Dorgesorf im Index. Ja, also, so sieht's doch aus. Aber ja. Aber du hast recht, um Tom Savini noch mal zu erwähnen, der hat ja, glaube ich, auch beim allerersten Freitag der 13. die Effekte gemacht. Also der ist auch wirklich stilprägend von Anfang an dabei gewesen. Und ohne den kann ich mir auch die Romero-Filme gar nicht vorstellen. Der ist echt eine wichtige Säule dieser ganzen Filme. Wenn man dann seine Effekte vergleicht, zum Beispiel auch mit Land of the Dead, wo du dann wirklich das siehst, was bei Dawn of the Dead nicht möglich war, dann merkst du, ui, der Typ hat's echt
drauf, also bei Land of the Dead, der ist jetzt storytechnisch nicht so besonders, aber die Splatter-Effekt und die, wie sie den Menschen kannibalisieren, das ist schon harter Tobak, was sie da zeigen und was er da mit seinem Make-up hinbekommt. Also bei Dawn of the Dead eben, da ist ja auch am Anfang die Szene mit diesem SWAT-Team, die dieses Haus stürmen, die ihre Toten nicht rausgeben lassen, weil es gläubige Menschen sind und deswegen da alles zombifiziert drin ist. Und dann ist doch eine Frau, eine Schwarze, die dann ihren Mann umarmen will, aber der ist schon ganz blau im Gesicht, also man weiß, worauf es hinausgeht. Und der beißt dir dann erst in die Schulter, in den Nacken und zieht da ein Stück Fleisch raus und dann in den Unterarm. Und sowas habe ich vorher grafisch auch noch nie gesehen, weil das so echt aussieht und so eklig ist. Sie haben das mit Hühnchenfleisch gemacht, habe ich dann später erfahren und so, aber da hat sich Tom Savini wirklich selbst übertroffen und ja, das hat mir damals so mit 14 echt so ein bisschen schlaflose Nächte bereitet. Und was man auch dazu sagen kann, diese Verbote damals, die haben uns natürlich auch dazu gebracht, dass wir das erst recht irgendwie organisiert bekommen haben oder jemanden kannten, der jemanden kannte, der das dann hatte. Und so haben wir es dann doch gesehen. Ja, ich bin halt dazu gekommen, weil mein Freund, der hat einen amerikanischen Vater, beziehungsweise der ist bei uns stationiert gewesen, ist Armee, und der hat die Filme gehabt und da bin ich halt dazu gekommen, die zu schauen. Ja, es war halt so, sobald was verboten war, wurde es halt super interessant und dann wurde halt damit am Schulhof rumgeschachert wie nichts Gutes. Also es war vor allem Kettensägenmassaker und eben Zombies im Kaufhaus. Das waren so die wichtigsten Sachen, die musste man mal sehen. Und als ich dann Kettensägenmassaker das erste Mal gesehen habe, war ich völlig enttäuscht, weil da im Grunde kaum Splatter drin vorkommt und fand ihn total doof und hab den dann erst viel später gedacht. Ja, Evil Dead, Tanz der Teufel war natürlich genau der dritte auf der Liste, weil der halt ja noch brutaler und verbotener war als alles andere. Der jetzt ab 16 freigegeben ist, muss ich nochmal erwähnen. Ja. Finde ich auch sehr witzig, wie sich die Zeiten ändern. Gut, das ist richtig, aber ich denke, das ist auch der Bildqualität geschuldet. Weil wenn man überlegt, früher hat man halt Röhrenfernseher und jetzt eine hohe Auflösung gehabt und da wirkten solche Filme, finde ich, anders da als heutzutage auf Full HD oder 4K Vollauflösung. Ist auf jeden Fall eine interessante Theorie, muss ich sagen. Da haben wir auch dann diese Knetmännchen-Effekte bei Tanz der Teufel am Ende, die sahen dann doch schlimmer aus, als sie dann später waren. Ne? Und man ist natürlich ein bisschen abgestimmt. Die Legenden waren auch viel größer, als die Filme letztendlich sein konnten. Ja, das ist wahr. Dazu. Ja. Weil es immer noch Szenen gibt, wo im Nachhinein immer noch ziemlich grausam sind. Ich sag nur die Szene mit dem Baum. Ja, aber wir wollen jetzt nicht über Tanz der Teufel sprechen, sonst schweifen wir ab und wie gesagt, werden morgen nicht fertig, sondern bleiben jetzt noch ein bisschen, genau, ihr habt das schon gesagt, die arbeiten bei einem Fernsehsender am Anfang und merken dann, dass alles in die Grütze geht und fliehen dann mit einem Hubschrauber, der eigentlich so für die Wettervorhersage da ist und landen dann auf einem Mall, eben nicht, kein Kaufhaus, es ist ja wirklich so ein riesen Mall, wo es alles gibt und leben da erstmal ein bisschen wie die Made im Speck. Allerdings geht auch nicht alles gut, einer wird auch noch gebissen und so und dann werden sie so ein bisschen dezimiert. Aber witzigerweise, ich arbeite ja auch in dem Nachrichtensender bei Sky Sport News und als so anfing mit Corona, da fühlte ich mich teilweise sehr erinnert an diese Anfangsszene von Dawn of the Dead. Also, da saßen wir auch da und starrten nur auf diese Monitore und auf diese Zahlen, die da im Laufband waren und dachten sie, oh, the end is nigh, jetzt geht's hier ab, wie bei Dawn of the Dead. Fehlte nur noch die Musik von Goblin im Hintergrund. Und ein paar Parallelen gibt's auch heute noch zu. Also was George A. Romero zeigt, ist, wie der Zombie sich quasi weiterentwickelt und der Mensch sich zurück, sehen wir aktuell teilweise auch gar nicht mehr so anders. Ja, wenn man nach Amerika schaut, können wir das jedenfalls manchmal meinen. Und ich musste halt die Szene, wo bei mir so das erste Mal dieser Konsumkritik-Gedanke darüber kam, war noch vor dem Kaufhaus, da sind die bei einer der Stationen, wo die vom Militär abgefangen werden und dann werden sie alle versorgt und dann siehst du einen Typ, der ist komplett am Kopf bandagiert. Aber er trinkt gemütlich Bier. Ja. Das ist übrigens eine ziemlich kurze Szene, aber eine ziemlich wichtige Szene, wo dann so ein bisschen diese Rednecks gezeigt werden, die zuerst denken, das ist alles nur großer Spaß und wir trinken ein paar Büchsen Bier und schießen auf die Zombies und dann merken sie aber nicht, wie sie teilweise schon von hinten überrannt werden. Eigentlich eine sehr, sehr wichtige Szene in dem Film. Aber geht eigentlich fast unter in dem ganzen Gewusel, ja, das dann später auch so kommt. Aber gut, dass du es angesprochen hast. Und da sieht man auch, da haben sie mal so ein bisschen mehr Budget draufgehen lassen, weil da viele Leute plötzlich zusammen sind und die haben das dann eigentlich schön inszeniert, wie die da stehen zwischen ihren riesen Artillerie-Dingern, die sie eigentlich für nichts brauchen können und ja, und die sind eigentlich schon unterwandert in den eigenen Reihen von den Untoten. Also
gerade bei der Szene, da siehst du doch den klischeehaftesten Ami, wie du ihn als Deutscher nicht vorstellst. Ich glaube, das war auch Absicht. Ja. Also da wollte der dir mal den Spiegel vorhalten. Aber da es geht ja dann später auch weiter, wenn die ins Kaufhaus gehen und die Zombies schlendern da wie so Passanten durch Frankfurt, durch die Fußgängerzone. So ähnlich torkeln die da auch rum und dann sagen sie, ja, sie machen das, was sie zu Lebzeiten noch gemacht haben und haben das irgendwie noch voll im Rhythmus. Was bei Shaun of the Dead richtig schön verarscht wird. Ja. Ja, und heute haben wir die Zombies, also die Smartphones. Das ist eigentlich ist auch ein wichtiger Satz, der fällt. Ja, sie erinnern sich eben teilweise an ihr früheres Leben und das war ein Ort, der ihnen wichtig war und deswegen laufen die da auch noch rum. Weil wir ja bei George A. Romero ist es ja auch ein bisschen anders als bei anderen Zombiefilmen, dass sich die Zombies auch so ein bisschen entwickeln, dass sie sich ein bisschen verändern. Und da müssen wir auch nochmal drüber sprechen, denn das war dann der dritte Film, wo das richtig in den Mittelpunkt gestellt wird. Das war Dawn of the Dead oder auf Deutsch Zombie 2, wieder ein sehr origineller deutscher Titel. Du meinst Day of Allerdings, the Dead. Day of, habe ich Dawn gesagt? Ja. Achso, Day of the Dead, genau. Also Night of the Living Dead, dann Dawn of the Dead und dann Day of the Dead. Also so schön die Tageszyklen, Nachtzyklen abgearbeitet, fast wie bei Twilight. Okay, aber darüber sprechen wir heute nicht. aber gut, es sind ja dann wieder 7 Jahre vergangen und dazwischen ist ja auch noch einiges passiert, was ich noch mal kurz ansprechen möchte oder anreißen möchte, aber nur kurz. Denn es gab schon 1978 einen Film, der sich Zombie 2 nannte. Allerdings nicht mit IE geschrieben, sondern nur mit I, Zombie 2. Wisst ihr, was ich meine? War das der, wo dieser Zombie da durch den See läuft und den Hai angreift? Ja, der Hai. Du Scheiße. Auf Deutsch Voodoo, die Schreckensinsel der Zombies, Lucio Fulci. Und es ist, muss man das sagen, er ist schon ziemlich trashig und so typisch italienisch, aber er ist einer der besseren Fulci-Filme. Der hat ordentlich Action drin und übelste Spezialeffekte. Ich sag nur die berüchtigte Splinter in the Eye-Scene, wenn ihr wisst, was ich meine. Ja. Yeah. Wo wie soll man es nennen, die Holzspitze ins Auge schön eindringt der Frau, die von dem Zombie da drauf hingezogen wird. Also für Zombie-Fans, die den Film noch nicht gesehen, gehört haben, absolute Empfehlung. Zombie 2, aka die Voodoo, die Schreckensinsel der Zombies, ist, glaube ich, auch noch in Deutschland auf jeden Fall noch indiziert. Weiß gar nicht, ob der noch verboten ist oder ob der jeweils verboten war. Aber kommt man eigentlich relativ leicht. Ja, und wenn man Night of the Dead erwähnt, beziehungsweise, ja, dann kann man auch Night of the Living Dead erwähnen. Das war dann der erste Zombie-Film, wo die Zombies Brains geschrien haben. Nicht ganz richtig, da kommen wir auch noch gleich dazu, denn du redest von Return of the Living Dead. Mhm. Return, ach, das. Genau, der kam auch 1985 raus, im selben Jahr wie Day of the Dead. Aber so weit sind wir noch nicht. Aber du hast auf jeden Fall ein Franchise, das wir ansprechen müssen, weil es ja auch so sich so pseudo-fortsetzungsbedingt gibt. Mhm. Aber es kam dann nämlich schon 1980, kam nämlich schon ein Zombie 3 heraus. Habt ihr von dem mal gehört? Oder auch auf Deutsch die Rückkehr der Zombies genannt. Die Rückkehr der Zombies oder Rückkehr der Untoten, glaube ich, hieß der, ne? Rückkehr der Zombies heißt der Original. Ach so, heißt der, okay. Es gab da regelrechte Schwämme. Das ist ja, der ist auch eine Erwähnung wert, weil er eben eine Pseudo-Fortsetzung wieder ist von Dawn of the Dead, allerdings damit nichts zu tun hat. Und B, er ist ein sehr spaßiger, sehr trashiger Film. Ich habe mir neulich erstmal wieder hier mal auf Blu-ray, habe ich mir neulich gekauft, reingezogen. Der ist halt absolut schön cheesy und die Effekte sind auch teilweise richtig derb. Die Zombies sind da so, die haben so Kalkschädel eigentlich und Maden im Gesicht und so, aber die wühlen ordentlich in Organen rum und es gibt in dem Film den vielleicht creepiesten Kinderdarsteller der Filmgeschichte. Der Typ war schon 25 damals, aber hat irgendwie so einen 12-Jährigen gespielt. Und der ist so creepy, das muss man gesehen haben. Also der für Zombie-Fans absolut mal einen Blick wert. Zombie 3, die Rückkehr der Zombies, bestimmt in Deutschland auch noch nicht wirklich erlaubt. Aber wie gesagt, das ist ja nicht so gut für das Problem heute. Kann man in Österreich auch bestellen. Ja, und dann gab es noch die Nacht der reitenden Leichen. Das war auch absolut hinfällig. Oh ja, das war, glaube ich, aus Spanien kam das. Mhm. Aber da habe ich
tatsächlich noch keinen gesehen. Die sollen alle nur hundelangweilig sein, die Filme. Also da gibt es das Geisterschiff der schwimmenden Leichen noch. Und die sind teilweise auch noch verboten und so. Obwohl. Aber es lief mal auf Arte, dadurch habe ich es mal gesehen. Ach so, ja. Ja. Da kommen wir nämlich auch zum Thema. Denn Arte hat sich tatsächlich getraut, vor ein paar Jahren mal Day of the Dead von Romero, den dritten Film von Romero, zu zeigen. Und das will was heißen, denn der ist, also ungeschnitten jedenfalls, schon ordentlich deftig. Also das sind die teilweise krassesten Effekte, die nach Tom Savini auch jemals gemacht hat, glaube ich. Wo die Leute wirklich zerfetzt werden und dem einen wird der Kopf abgerissen und während er schreit, wird sein Schreier immer höher, weil die Stimmbänder langsam abgetrennt werden und so. Also es ist ordentlich Dampf in dem Film. Und ja, witzigerweise auf Arte, natürlich auf Arte Deutschland lief es natürlich nicht ungeschnitten, da der Film immer noch, glaube ich, beschlagnahmt ist, sondern da lief eine Torso-Fassung, die ab 16-Fassung, die irgendwie 20 Minuten kürzer ist, also die braucht man sich gar nicht erst anschauen. Aber auf Arte Frankreich haben sie den Film tatsächlich ungeschnitten gebracht. Original Englisch mit französischen Untertiteln, völlig ungeschnitten, und den konnte man völlig frei über Astra genauso reinkriegen hier in Deutschland wie in Frankreich. Und das, da haben sie, glaube ich, der BPJM schon ein bisschen Stippchen geschlagen und der FSK oder FSF. Willst du mal erzählen, worum es denn so geht? Ja, mag einer von euch mal? Ja, ich lasse Patrick gerne den Vortritt. Es sind wieder ein paar Jahre vergangen und ähnlich wie bei einer wie bei einem koreanischen Film-Franchise, wo alle Fortsetzungen nicht großartig Bezug zueinander haben, haben wir hier wieder komplett andere Darsteller, also neue Charaktere, und diesmal ist man auf einer Forschungsstation vom Militär und da werden die Zombies so langsam erforscht und auch unterschätzt, bis dann irgendwann mal ein paar ausreißen und auch da das Gemetzel losgeht. Ja, sehr, sehr kompakt zusammengefasst. Also es ist mittlerweile so, dass im Grunde die Zombies haben im Grunde den, wenn man den so nennen will, den Krieg gewonnen. Also sie sind in einem Verhältnis zu Lebenden 1 zu 400.000. Das wird erwähnt von dem Dr. Frankenstein, wie ihn das Militär dort nennt. Ah, ja. Und es sind also wirklich nur noch eine Handvoll Menschen lebend und ein paar sind in dieser unterirdischen Forschungseinrichtung Bunker. Ich glaube, die haben es in einer Kalkmine in Pittsburgh gedreht. Da waren die dann tatsächlich monatelang, haben sie das Sonnenlicht nicht gesehen. Das muss ziemlich hart gewesen sein, die Dreharbeiten. Gibt's sehr interessantes Extra, eine Doku auf der DVD oder Blu-ray. Kann man auch auf YouTube übrigens finden. The Many Days of Day of the Dead heißt die. Echt? Interessant. Ist eine halbe Stunde. Gut zu wissen. Und absolut sehenswert, wenn man den Film mag und gesehen hat. Da erfährt man wirklich einiges über den Dreh. Und ja, das Problem ist natürlich nicht nur die Zombies, die vor der Tür sind, sondern die inneren Konflikte, weil es gibt einerseits das Militär und andererseits eben die Wissenschaftler, und das Militär hat langsam die Faxen dicke, dass die Wissenschaftler da nicht zu Potte kommen und eine Lösung finden, und aber der Leiter dieser Wissenschaftler, der hat sich zur Aufgabe genommen, einen Zombie zu domestizieren und ihn zu trainieren und zu dressieren, und das ist dann der sogenannte Zombie Bob wieder genannt, und der tatsächlich wieder lernt, zum Beispiel einen Kassettenrekorder anzuschalten oder zu salutieren, weil er früher beim Militär war. Und ja, und dann geht's in die Richtung, ist das vielleicht die Lösung? Aber ich überlege gerade die ganze Zeit, welchen Film meint ihr? Na klar, ja, sorry. Es gibt da auch wieder eine Hommage an Romeros Kumpel, also Bub liest auch einen Stephen King Roman. Mhm. Ach ja, wusste ich gar nicht mehr. Ja. Welchen denn? Ich glaube, The Stand, aber es wäre sogar passend. Es wäre passend, ja. Aber kam das nicht später raus? Ich dachte. Nein. The Dead Zone. Er liest auf jeden Fall einen Stephen King Roman. Ich habe den ja letztens nochmal gesehen und habe dann echt komisch geguckt, Bild angehalten. Nee, Bub liest tatsächlich Stephen King, okay. Kurz bevor er ihn mit dieser Musik da zum Tanzen bringt. Ja, ja, ja. Mit der Marschmusik. Genau. Nee, das ist Klassik. Klassik, irgendwie Beethoven, glaube ich, wollte er hören oder so. Es wird in der Doku dann auch gesagt, ja. Aber ja, mit Bub haben wir dann wirklich fast schon die Krone der Weiterentwicklung des Zombies. Der kann schon imitieren. Ja. Also er kann menschliches Verhalten schon imitieren. Er versucht auch, sich zu rasieren. Mit mäßigem Erfolg. Er sich eher so die Haut in Streifen runterzieht. Also. Auch hier in diesem Romero-Film haben wir dann diesen Ansatz, der Mensch ist ja doch teilweise gefährlicher
als die Zombies selber, gerade mit diesem aggressiven General, der da. Der Captain Rhodes. Der da dazwischen funkt, ja. Haben wir das ziemlich personifiziert, ja. Dieses menschliche Grauen mal wieder. Da ist auch schön Militärkritik reingekommen. Ja, wollte gerade sagen, da hat die Sozialkritik und Militär. Wissenschaft. Genau. Was auch nicht selten ist in Zombie-Filmen. Ja, das stimmt. Das ist ein oft wiederkehrendes Thema. Man sollte vielleicht noch erwähnen, zuerst, wenn man das erste Skript, das gibt es online auch irgendwo, liest, der Film sollte eigentlich viel größer, viel teurer sein. Das sollte auch an der Oberfläche teilweise mehr spielen. Die haben dann das Budget ordentlich gekürzt. Und ich glaube, es tut dem Film ganz gut, weil durch diese Isolation unterirdisch, die man wirklich fast spüren kann, das ist fast schon klaustrophobisch teilweise in dem Film, wurde es ja auch so ein bisschen zu so einem Kammerspiel. Aber das meine ich diesmal positiv. Und zwar, das ist ja natürlich dann eben auch gewürzt mit unglaublich krassen Special Effects. Die Musik ist diesmal nicht von Goblin. Ich weiß jemand, von wem die Musik ist. Der Soundtrack, der ist nämlich auch sehr gut. Der gefällt mir auch sehr gut. Vor allem hat sich da bei mir dieses Bild eingeprägt, wo die ganzen Zombies da aus diesen Gebäuden marschieren und dann ist da dieser Alligator dazwischen. Ja, das ist klasse. Das kommt auch in der Doku erwähnt, wie sie das irgendwie gemacht haben. Die einzige Szene, die wirklich oberhalb spielt, wo sie in Miami versuchen und schauen, ob noch irgendeiner Lebender da ist, aber nein, da kommen nur die Zombies angekrochen und das Einzige, was man irgendwie noch so von der Zivilisation sieht, ist eine Zeitung, die als Headline vorne hat, The Dead Walk oder so. John Harrison wird hier als John Harrison? Soundtrack-Typi von Day of the Dead gelistet. Okay, also ich finde den auch sehr, sehr gut, den Soundtrack. Passt absolut gut zum Film. Er trifft auch so ein bisschen die Goblin-Vibes mit diesen Schwingungen da. Ja, ich finde auch, dass das so ein bisschen in die Fußstapfen geht. Ohne, dass er jetzt total 70er Jahre klingt. Oder ohne, dass er zu sehr kopiert, aber ja, wirkt. Er ist aber schon so 80er, so ein schöner 80er Soundtrack, so neonmäßig irgendwie, sehr Synthesizer-lastig. Also es passt dann schon gut dazu. Ja, Day of the Dead war dann zwar jetzt nicht so ein großer kommerzieller Erfolg, aber immer noch auch von den Kritikern einigermaßen gut angenommen. Ich finde, es ist einer der stärksten von Romero, wenn nicht vielleicht der stärkste. Wie sieht es bei euch aus? Was würdet ihr sagen? Ich finde Night und Dawn mit am besten. Und danach ist es eben wie bei Terminator 2, nach diesen klasse Vorgängern, ist es schwer, das noch irgendwie zu toppen. Danach hat man eben einfach nur noch gute Zombie-Filme erschaffen. Und ich habe sie alle 7 als Vorbereitung nochmal geschaut. Also ich muss auch sagen, bei mir ist Dawn of the Dead eher vorher als Day of the Dead. Liegt aber auch daran, weil Dawn of the Dead halt genau zu dem Zeitpunkt, wie ich ja schon vorhin gesagt hatte, wo ich die Resident Evil-Spiele angefangen habe zu spielen, halt präsent war für mich. Und deswegen habe ich den auch zigtausend Mal geguckt und den Day of the Dead jetzt zum Beispiel nicht so oft. Ich habe da übrigens noch einen interessanten Fun-Fact. George A. Romero hatte sogar eigentlich das Urskript für den Resident Evil-Film geschrieben. Ja. Das habe ich auch mal gehört. Und das durfte ich sogar damals in einem anderen Filmforum lesen. Ich finde es schade, dass das nicht umgesetzt wurde, weil da wäre wirklich so dieser Kontrast gewesen. Man hätte da den Fokus mehr auf den Survival-Horror, der die Resident Evil-Games auch ausmacht. Richtig. Und wir wissen ja, was da draus passiert ist. Ja, leider. Hirn aus Action und Super Mila in möglichst vielen Kampfposen. Ja. Nicht viel dahinter. Nee, wobei man sagen muss, der erste war noch okay, aber mit jedem weiteren Teil sind sie schlechter. Aber wir wollen wieder nicht vorgreifen. Ja, natürlich. Resident Evil kam erst 2002 raus und wir sind noch bei 1985. Weil Day of the Dead. Du wolltest noch was sagen, Patrick? Ich finde, auch da sind diese leichten Parallelen zu Resident Evil. Das ist auch im besten Sinne schöner Survival-Horror. Also Menschen, die ums Überleben kämpfen und dann eben wirklich in extremen Situationen gedrängt werden. Also man könnte vielleicht auch sagen, ohne Romero kein Resident Evil. Ja. Ohne Romero wäre der Zombie-Film halt nicht da, wo er jetzt ist. Und es gäbe ihn nicht in diesen verschiedenen Variationen, die wir haben. Ja. Ich habe auch gehört, dass Romero für die Werbung von Resident Evil oder hat's gemacht oder war angedacht, ich weiß es nicht mehr genau. Irgendwie wollte er wohl die Werbung für das Resident Evil-Spiel
Und abdrehen. Also, so ein Trailer quasi. Trailer, genau. Ja, ja. Okay. Wollt ihr noch was zu Day of the Dead sagen? Nö. Ich finde die Szene cool, wo Bob am Ende dann salutiert. Ja, 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 herrlich. Ja. Das war cool. Und der Road schaut wie ein Auto. So, was ist jetzt los? Also klar, also für Zombie-Liebhaber oder wenn ihr jetzt gerade erst anfangt, die Zombies im Film zu entdecken und noch die Klassiker aufarbeiten müsst, unbedingt natürlich auch Day of the Dead von 1985 anschauen und schaut, dass ihr den irgendwie umgeschnitten kriegt. Bob ist da wirklich so eine Fundgrube für Zombie-Memes. Also wenn man mal ein paar Zombie-Memes sucht, Bub eingeben, da findet man ein paar interessante GIFs auch bei YouTube. Ah, okay. Oder auch bei, ja, oder auch bei Google. Mhm, denke ich mir. Gut, wir verweilen noch etwas länger im Jahr 1985, denn jetzt kommen wir zu dem Film, den du vorhin angesprochen hast, Patrick, und zwar Return of the Living Dead. Hat jetzt mit der Originalreihe von Romero eigentlich gar nichts zu tun, aber da es eben Return of the Living Dead heißt, könnte man sagen, dass es ein Nachfolger von Night of the Living Dead ist, so wie es ja oft so bei so Filmtiteln war. Auf Deutsch hat er den absolut tollen Titel. Weiß jemand von euch, wie der auf Deutsch heißt? Ja, irgendwas, um Himmels Willen, die Zombies kommen. Fast, verdammt, die Zombies kommen. Oh, die Zombies kommen, okay. Ja, von Dan O'Bannon übrigens, der hat das Drehbuch zu Alien geschrieben, also zum Ur-Alien. Ein ganz großer Mann eigentlich, sehr unterschätzt. Und Return of the Living Dead, ich habe den unglaublich oft gesehen, und zwar auch immer nur in der deutschen geschnittenen Fassung, habe den erst viel, viel später da mal ungeschnitten gesehen, aber fand sogar die geschnittene Fassung so toll. Einer meiner absoluten Lieblingsfilme, weil der einfach so straff und geradlinig produziert ist und die Regie einfach klasse ist. Und da geht es eben darum, wie du schon sagtest, Patrick, da sagen sie nämlich selber, ja, dieser Film Night of the Living Dead, das ist eigentlich echt passiert, aber sie haben es dann alles vertuscht und es ist alles nicht so ganz gelaufen, wie es damals wie im Film war, weil die haben den Produzenten gesagt, wir reißen euch den Arsch auf, wenn ihr die Wahrheit erzählt, und deswegen ja, kommen da ein paar Sachen anders raus, und zwar, dass die Zombies jetzt nicht das Fleisch essen von ihren Opfern, sondern nur die Gehirne. Und seitdem gibt es auch diese Seiten-Zombie-Nische, wo sie nicht eben, ja, nach hinter Fleisch essen, sondern auch noch Gehirn rufen und eben die Gehirne essen. Das ist auch von den handelnden Menschen her so herrlich dumm. Also wenn sie da bei der Post anrufen, weil die Zombies alles überrennen, das ist Bei der Post? Bei der Post? Nee. Ja. Bei der Post, okay, rufen sie nicht an. Nein, aber die haben doch diesen Dialog so von wegen, ach, Polizei hat bestimmt besetzt. Feuerwehr? Nein. Okay, wir rufen bei der Post an. Das ist wahrscheinlich dann in einem anderen Teil, denn Return of the Living Dead hat es auch auf, ich glaube, bis zu 6 Teilen mittlerweile gebracht. Wobei man die nur die ersten 3 wahrscheinlich genießbar halten sollte. Die anderen sind jetzt schon wirklich verfault und ungenießbar. Ja, glaube ich auch. Beim ersten Teil ist es so, da rufen sie zuerst die Polizei an, die wird dann überrannt, und dann rufen sie ja das Militär an, wo auf den Fässern ja die Nummer war, und dann, ja, will ich das Ende nicht spoilern, aber es hat mich damals richtig geflasht, im wahrsten Sinne des Wortes. Das Ende hat auch wieder so einen herrlich netten Schlussgag. Ja, auf jeden Fall. Also der ist sehr originell, Return of the Living Dead, teilweise sogar ein bisschen witzig. Er ist jetzt kein todernster Zombie-Film. Und er hat damals schon, 1985, er hat das erste Mal schnelle, rennende Zombies hervorgebracht, die es dann erst viel später wieder gab, nach dem 28 Days Later 2002 herauskam. Und bei Dawn of the Dead beim Remake, da kamen sie ja auch vor, da hat George A. Romero noch persönlich gesagt, er mag diesen Film, aber für ihn haben die rennenden Zombies absolut keine Existenzberechtigung. Und deswegen gibt es dann in seinem Diary of the Dead auch diesen Dialog, wo die diesen Zombie-Film drehen, und dann fragt der eine dann genervt, wieso rennt der Zombies? Zombies rennen doch gar nicht. Ja. Und am Schluss, wenn der eine dann zombifiziert ist, dann schlurft er nur, und dann sagt er, ja, siehst du, Zombies rennen nicht. Tja. Nochmal so als Seitenhieb. Ja, das war ja dann eine große Diskussion, die dann aufkam. Allerdings dann, ich glaube, mit 28 Days Later erst 2002. Wir sind noch ein bisschen in den 80ern. Also Return of the Living Dead war dann auf jeden Fall auch eine Erwähnung wert. Dann kam 1988 nämlich nochmal ein Zombie 3 raus. Zombie 3, ein neuer Anfang. Teilweise von Lucio Fulci gemacht, ein
grauenvolles Trash-Werk, aber gerade deshalb hat es auch seinen Charme. Ich weiß nicht, kennt ihr den Film? Der fliegende Zombie-Kopf aus dem Kühlschrank. Also solche Sachen kommen da vor. Es ist ein unglaublicher Murks, weil auch Fulci nur die Hälfte des Films gemacht hat und sonst irgendwie einer seiner Schüler, und es ist ein zusammengewürfelter Schmarrn. Aber okay. Wenn man sowas mag, ich schaue ihn immer noch gerne und kann mich beömmeln. Teilweise sehr originelle Sachen, die da passieren, aber es ist auch unglaublich schlecht gespielt und geschnitten. Aber haben sie wieder ein bisschen die Kuh melken wollen und nochmal einen Zombie 3 rausgebracht. Wahrscheinlich gab es da ein gesetzliches Schlupfloch wieder, um das rauszubringen. Alternativ kann ich da auch Reanimator empfehlen. Da haben sie das ja mit Lovecraft lose anlehnt gemacht, und da gab es dann dieses Serum, das totes Gewebe zum Leben erweckt. Und da gab es im zweiten Teil dann auch einen Fledermauskörper montierten Zombie-Kopf. Ja, die Reanimator-Serie ist auch sehr nett und beliebt. Kann man sich auf jeden Fall auch immer wieder geben. Vor allem Jeffrey Combs spielt richtig abgedreht. Und der ist ja auch eine große Legende geworden im Bereich Horror und in Sachen Star Trek. Da hat er so viele ikonische Rollen gespielt. Ich sehe ihn halt am liebsten noch als gestörten Cop in The Frighteners, wo er richtig abdrehen darf. Such an asshole. Frighteners ist übrigens auch völlig unterschätzter Film, aber wir schweifen wieder komplett ab. Denn wir haben jetzt noch einen Film, der in die offizielle Reihe reinpasst. Es ist nämlich das Remake von Night of the Living Dead, 1990 herauskam, und im Grunde dasselbe nochmal erzählt, bloß eben diesmal in Farbe mit ein bisschen härteren Effekten, denn Regie hatte nämlich das erste Mal Tom Savini selbst geführt, der die Special Effects gemacht hat. Ah, okay. Leider hat der Film auch keinen Anklang bei BPJM und FSK und so bekommen und verschwand auch schnell im Giftschrank und war jahrzehntelang auch wieder indiziert und ich glaube sogar beschlagnahmt, und ich glaube, der erste ist sogar. Da hatte doch der Candyman hier, wie heißt der, Tony? Tony Todd. Tony Todd. Genau. Richtig. Stimmt, der spielte da die Hauptfigur. Und man muss sagen, es ist ein durchaus gelungenes Remake, und vor allem, sie haben halt den Schlusstwist schön verändert, dass man am Schluss wirklich so ein bisschen, holla, hätte ich jetzt nicht erwartet, bringt, auch wenn man das Original kennt. Ich fand es halt super lustig, wenn ich mich nicht täusche, war das auch der Film, wo dann die Zombies öfter geschlagen wurden und dann auch so ein Bud Spencer und Terence Hill mäßiger Klatscheffekt dabei war, wenn die Zombies geschlagen haben. Ja. Kann gut sein. Gut, ja, dann hat sich einiges getan, denn jetzt ging es richtig los. Die Zombies sind tatsächlich absolut im Mainstream angekommen, eben auch bei Computerspielen. Und diesmal bekam jetzt das Computerspiel Resident Evil einen Film geschenkt, 2002. Deutsche Produktion, Wolfgang Petersen damals produziert. Und auch sehr erfolgreich. Die Reihe hat jetzt mittlerweile 6 Filme. Und wir haben es vorhin schon mal angesprochen, ich finde den ersten richtig klasse, den kann man sich echt immer wieder anschauen. Danach wird es halt eher so, ja, irgendwie so ein Videoclip-Ästhetik ohne viel Handlung. Richtig. Und ich finde halt beim ersten die Sense finde ich richtig gut gemacht, weil man überlegt, wenn man das erste Spiel so umgesetzt hätte, wie das Spiel halt ist, wäre ziemlich langweilig geworden. Ja. Mit diesen ruhigen Phasen und so. Und dadurch mussten sie halt den Film filmbar machen. Sagt man das so? Ja, warum nicht? Der Film ist eigentlich die Vorgeschichte zu den Resident Evil Games. Genau. Und dadurch mussten sie ein bisschen kreativer werden. Und das ist nicht so in dieser Action ausgeartet, die dann die letzten Filme alle ausgezeichnet haben. Leider haben sie die Gore ein bisschen zurückgenommen, damit er ein FSK 16 bekommt. Ich glaube, wenn er noch ein bisschen härter wäre, würde er mir noch besser gefallen. Aber trotzdem, ich habe den damals im Kino gesehen, war schwer begeistert vom ersten Teil. Und, der kriegt immer noch im Internet auch sehr viel Hass ab, der Film, hat aber gar nicht verdient. Die anderen Teile, die sind dann eher so, ja gut, Gehirn ausschalten, Sixpack-Bier trinken und angucken. Ja. Ich nehme es niemanden übel, der diese Filme als Guilty Pleasure genau, hat. Genau, das ist das richtige Wort. Mit einem Bier und Kumpels kann das auch Spaß machen. Aber wenn du da jetzt wirklich Resident Evil dran misst, dann musste ich das Ding eben einiges an Kritik auch gefallen lassen. Genau. Okay, aber auf jeden Fall trotzdem ein unglaublicher Aufwind für das Zombie-Genre. Also hat das Ganze wieder ziemlich in den Mainstream gebracht. Und am selben Jahr kam nämlich dann auch aus Großbritannien 28 Days Later. Und ja, da geht es ja auch um so einen
seine Epidemie, aber diesmal gab es den kleinen Unterschied, dass es im Grunde keine Zombies mehr sind, wenn man es streng betrachtet, sondern eben Infizierte und die halt auch wahnsinnig schnell erstens mal andere infizieren und eben auch sehr schnell laufen können. So, und da habe ich jetzt eine Frage an euch. Was macht für euch ein Zombie aus? Oder anders formuliert, dürfen für euch Zombies rennen? Es ist tatsächlich eine Grundsatzdiskussion und dieser Film, der hat diese Diskussion wieder dermaßen, oder hatte diese Film, diese Diskussion dermaßen aufflammen lassen. Es gab dann Leute wie eben, wie heißt der, Shaun of the Dead gemacht hat. Edgar Wright. Bitte? Edgar Wright. Nee, Simon Pegg, der Name fiel mir jetzt nicht ein. Simon Pegg hat sich auch in diese Diskussion eingeschaltet und gesagt, Zombies dürfen nicht rennen, die müssen langsam sein, deswegen sind die bei Shaun of the Dead auch langsam. Und ich bin ein absoluter Verfechter der langsamen Zombies. Ich finde die viel gruseliger. Ich sag da immer Masse statt Klasse. Wenn ein Haufen von, ich sag mal, 500 Zombies sind für mich viel furchteinflößender, als wenn zwei Zombies auf dich zurennen. Richtig. Und du kannst einfach die Spannung einfach viel besser aufbauen, als wenn da diese Typen auf dich zurennen und in 5 Sekunden sind sie da. Ich weiß nicht, ich finde, das hat dem Genre nicht gut getan, obwohl ich gestehen muss, dass es einige sehr gute Filme gibt, die mit schnellen Zombies arbeiten. Das ist 28 Days Later, fand ich jetzt auch nicht verkehrt. Der Film hat schon Spaß gemacht. Ich fand die toll. Auch 28 aber, Weeks Later war nicht richtig toll. Ja. Die sind beide klasse, aber ich bin da irgendwo im Mittelding bei euch. Ich finde, diese schnellen, rennenden Zombies haben auch was schön Aggressives, wo ich denke, ja, das hat auch was für sich. Und wir haben uns das dann immer so erklärt, dass die Zombies je nach Verwesungsgrad rennen können. Mhm. Okay. Je älter die Zombies sind, desto langsamer werden die. Das hat für mich die Zombies nicht versaut. Bei mir war es dann eher sowas wie bei Zombieland, wo ein Zombie was frisst und dann in die Kamera rülpst, wo du denkst eher, okay, jetzt seid ihr endgültig Comic Relief und jetzt werdet ihr endgültig instrumentalisiert. Oh. Das ist lustig, wenn du gerade Zombieland erwähnst, weil bei Zombieland finde ich die rennenden Zombies irgendwie passend. Dadurch, dass es alles so Slapstick und lustig da ist, dann macht es auch Sinn, dass da mal ein Zombie rennt und der mit dem Baseballschläger den dann so aus der Seite weghaut. Genau, bei rennenden Zombies kannst du schön die Benny Hill Musik dann einfügen, wenn er wegläuft. So ungefähr. Das geht dann nur bei langsamen geht das nicht. Aber stimmt. Das funktioniert dann aber auch nur bei Zombie-Filmen, wo halt auch lustige Seiten haben sollen. Stimmt, jetzt sind wir nämlich bei der also ernsthaften Zombie-Film. Jetzt sind wir da angekommen, wo ich hin wollte, nämlich die Zombie-Komödien. Ja, die sogenannten Zomcoms, ja, die gab's ja vorher im Grunde auch nicht so und sind dann auch wie Pilze aus dem Boden geschossen. Shaun of the Dead war vielleicht auch so ein bisschen der Urknall, 2004. Der ist mega. Simon Pegg und Nick Frost. Simon Pegg und Edgar Wright haben lustigerweise auch einen Auftritt bei Land of the Dead, da genau. Bei der Szene, wo Asia Argento quasi in diesen Käfig da von Zombies attackiert wird, da gibt es zwei Zombies, die lassen sich mit einem Typen abfotografieren. Das sind Simon Pegg und Nick Frost. Genau. Die siehst du auch auf dem Cover, so die neben Big Daddy, diese beiden Zombies, die daneben stehen. Ja. Genau, und deswegen, weil sie jetzt so Verfechter von langsamen Zombies sind, durften sie bei Romeros nächsten Werk dann eben kurz mal auch als Zombies in die Kamera schauen. Fand ich sehr, sehr schön. Wir sind, ja, auch mit diesen Zomcoms, das finde ich ja sehr schön, es gibt ja dann Romcoms, die Romantic Comedies, und es gibt ja mittlerweile es auch, gibt auch Song, also Rom. Gesehen gibt es auch die romantische Zombie-Komödie mittlerweile, die so viele Untergenres die Zom-Romcoms Zombie auch romantisiert oder getwilightet genau. haben. Also die Zom-Rom-Coms gibt es auch mittlerweile, die romantischen Komödien mit Zombies. Also das ist schon interessant, was das für Wege gebracht hat. Im Grunde alles ausgehend von Night of the Living Dead. Eins möchte ich noch erwähnen, kein Film, sondern ein Buch, was auch unbedingt Erwähnung finden müsste. Es kam 2003 raus von Max Brooks, dem Sohn von Mel Brooks. Und es war The Zombie Survival Guide, wo er im Grunde ganz nüchtern wie ein Survival-Buch schildert ganz nüchtern, was man eigentlich machen soll, wenn eine Zombie-Apokalypse ausbricht. Und das so in einem nüchternen Stil, völlig ohne irgendwelchen witzigen Hintergedanken, dass du denkst, so, sag mal, weißt du irgendwas, was wir nicht wissen? So. Und
das ist der Sohn von Mel Brooks, das müsste eigentlich lustig sein. Ja, genau. Und dann kam, das war im Grunde der Appetizer zu seinem nächsten Buch, 2006 kam es raus und das hieß World War Z. Und wie ihr wisst, gibt es da auch einen Film, der leider mit dem Buch nicht viel zu tun hat. Es ist mein absolutes Lieblingsbuch. Ich habe es, keine Ahnung, schon 4-mal, 5-mal gelesen, gehört und so weiter. Und die Verfilmung, ich habe mal nachgezählt, tatsächlich mir die Mühe gemacht, von 400 Seiten Buch sind irgendwie 4 Seiten benutzt worden in dem Film. Wow. Also für mich war World War Z auch nichts weiter als ein langgezogener Pepsi-Werbespot. Ja, ich finde, es ist für sich gesehen gar kein schlechter Film. 2013 kam er raus, den kann man sich gut weggucken, auch so ein Popcorn-Movie, aber bitte nichts erwarten. Lest bitte das Buch, das ist so unglaublich toll. Da wird halt tatsächlich aus der Sicht eines Reporters erzählt, der Leute interviewt, die eben nach dem großen Zombie-Krieg erzählen, wie es bei ihnen war. Und es geht da wirklich überall um die ganze Welt. Gibt im Hörbuch eine schöne Szene, die eben, wo ein Soldaten aus Hamburg befragt, der von Jürgen Prochnow gesprochen wird. Also großartig. Es sind alles auch völlig ernst gemeint, also überhaupt nicht irgendwie auf witzig gemacht. Okay. Unbedingt eine Chance geben. Wie gesagt, für mich, das war eine Erleuchtung, dieses Buch. Und ich, wie gesagt, habe bisher nichts Besseres gefunden. Im Prinzip ist dieses Buch auch ein Ratgeber für Leute, die sich während der Pandemie verstecken wollen, wie sie das Ganze überleben. Aber nee, wenn ich das vorschlage, dann kommen wieder die ganzen Klopapierhamster. Ja, eben, bloß nicht. Ja. Also ich wäre vorsichtig, wem ich dieses Buch empfehle. Ja, stimmt. Aber für Zombie-Fans ist es auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Also beide Bücher. Die sollte man hintereinander lesen. Wir haben schon mal öfters erwähnt, das Dawn of the Dead Remake, nämlich von 2004 von Zack Snyder. Und da sind eben auch, da gab es dann die volle Diskussion, eben schnelle versus langsamere Zombies. Denn natürlich ist es ein Remake, aber nicht wie im Original schlurfende Zombies, sondern eben sehr schnell rennende. Und das Einzige, was ich aber sagen kann, er ist trotzdem so toll, der Film, dass ich ihm nicht böse bin und ist für mich auch einer der besten Zombie-Filme. Der modernen mit Zeit. Dieser Film hat... Ja, Entschuldigung. Erzähl du erst mal. Ja, ich wollte nur sagen, da spielt auch Ving Rhames mit. Und man kennt auch Mickey Piffer. Mackay Pfeiffer. Das kannst du hören in dem Lied von Eminem, 7 Miles, wo er eben über den, der hat ja auch mitgespielt da und dann rappt er, ist Mackay. No Mackay Pfeiffer. Ja, okay. Seitdem weiß ich das. Ah. Ja, okay. Und da, also ich, die Szene, wo ich halt da sehr krass fand, war die mit dem Baby. Oh shit, mhm. Ja. Da haben sich was getraut, also hoi. Die war aber schlecht. Direkt danach die Musikuntermalung, oh shit, und dann diese Coverversion von Down With The Sickness kam, so diese leicht Instrumentale, das war schon lustig. Ja. Und wir haben auch hier wieder Tom Savini als Sheriff. Oh ja, stimmt, aber nur kurzes Cameo am Anfang im Vorspann. Aber trotzdem, aber auch Gore-Effekte sind klasse, es ist straff geführt, die Regie, die Darsteller sind toll. Also der hat alles richtig und er hat, glaube ich, den fiesesten Abspann der Filmgeschichte, wenn du mich fragst. Und der Film hat auch ein Tempo drauf. Ja. Und das passt eben zu den schnellen Zombies. Wir haben hier auch Ty Burrell, also diesen vertrottelten Vater aus Modern Family. Ja, stimmt. Ah. Ich mag den sogar, weil das bei mir der Erstkontakt war mit dem Zombie-Genre. Ein Stück weit lieber als das Original, weil der einfach ein Tempo drauf hat und einen bösen Witz. Stimmt. Also das ist für mich sogar Zack Snyders bester Film, weil er da noch am besten sein Pacing drauf hatte und sich getraut hat, raue, dreckige Action zu machen. Er hat halt auch so ein Augenzwinkern eingefügt. So, das jetzt im Original, klar, da waren auch ein paar Sachen zum Schmunzeln, aber jetzt sonst war das schon eher todernst, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber so vom Inhalt her hat es sich jetzt aber doch schon ein bisschen verändert, oder was meint ihr? Doch, schon. Also das Einzige, was das Original mit dem Remake gemeinsam hat, ist eigentlich das Shopping Mall, das Kaufhaus. Das wollte ich gerade sagen, ja. Das Einkaufszentrum, ja. Und auch dieser religiöse Aspekt, der war ja teilweise im Remake ein bisschen mehr hervorgehoben. Wenn sie das so bedeutungsschwanger sagen, wenn auf der Hölle kein Platz mehr ist, kommen die Toten auf die Erde wieder. Wisst ihr, wer das am Anfang im Vorspann überhaupt sagt? Das ist nee. Ken Foree aus dem Original, der Schwarze. Bloß ist der unglaublich fett geworden, dass du ihn nicht mehr erkennst. Kein Witz. Müsst du nochmal checken. Also,
Ich fand es halt damals interessant, weil das war zu der Zeit, wo ich in der Videothek gearbeitet hatte. Oh, hatte wie, ja, wie Tarantino. Viel. Ja, ich hatte fast 8 Jahre lang in der Videothek gearbeitet gehabt. Das erste Jahr nur aushilfsweise und die letzten 7 Jahre dann stellvertretender Geschäftsführer. Okay. Und da kam der Film rein und ihr habt das Cover gesehen, also das weiße Cover mit diesem Zombie drauf auf die eine Hälfte und lest den Titel Dawn of the Dead. Dawn of the Dead. Das kommt mir bekannt vor, ey, das habe ich doch schon mal gehört, Dawn of the Dead. Und dann ist mir das wieder doch ratter. Ja, natürlich, den Film habe ich damals schon mal gesehen. Hey, ist das ein Remake? Ich habe von dem Film vorher nichts gehört, dass der Remake kommt. Und dann habe ich mir den angeguckt und dann waren die Parallelen schon sehr, sehr klar, in teilweise, wie sagt man, 10. Ich habe den sogar glücklicherweise noch im Kino gesehen, als er rauskam. Was dann interessant war, denn, und jetzt sind wir dabei, wir müssen auch ein bisschen Gas geben, wir sind schon eine Stunde und quatschen und haben nur die Hälfte von Romeros Filmen behandelt, denn 2005 kam endlich, 20 Jahre später, der lang erwartete nächste Romero-Zombie-Film mit dem Titel Land of the Dead. Und was habt ihr davon gehalten? Ich hatte bei dem Film das Glück, dass der Film an meinem Geburtstag gestartet ist. Und wir waren da in unserer Filmgruppe halt drin und haben den dann direkt geschaut. Ich fand den schon recht cool. Romero ist in die Moderne jetzt eingestiegen. Tommaso Savini tobt sich bei seinen Effekten jetzt richtig aus. Mhm. Und auch die Zombies haben mit Bub, also diesen farbigen Ex-Tankwärter. Der Bub ist in Big Daddy. Ja, Bub, ach ja. Nee, mit Big Daddy haben sie da jetzt die logische Konsequenz von dem Zombie, der imitiert, zum ersten Zombie, der anfängt, selbstständig zu denken. Und oder wieder lernt, so kann man es auch sagen. Ja. Also ich fand's klasse bei dem Film einfach, dass großes Aufkommen da war. Dennis Hopper. Einer seiner letzten Filme. Ach ja. Ja, John Leguizia. Oh Gott sei Dank. Und man ist trotzdem nicht ganz von, man ist trotzdem nicht von dieser Kaufhaus-Location abgekommen, weil die Reichen, die haben sich daher jetzt auch im Kaufhaus verschanzt. Im also, Hochhaus. Wo es immer andere Charaktere sind, kann man da stellvertretend so diesen Fortschritt oder Rückgang der Menschheit dann auch immer in den Film ausmachen. Ja, wollt ihr kurz anreißen, worum es geht in dem Film? Ich habe den jetzt nicht mehr so präsent. Wie gesagt, ist schon eine Weile her, wo ich den gesehen habe. Aber war das nicht so, dass der Dennis Hopper irgendwie so ein Monopol hatte? Nee, ist richtig. Falsch? Doch, er hatte ein Monopol und wir hatten da wie bei Mad Max so eine Art Untergrundorganisation, die so ein bisschen die Reichen stürzen wollten. Der Hauptdarsteller ist hier der Mentalist, ich weiß jetzt seinen Namen nicht. Achso, weiß ich auch nicht mehr. Aber die Besetzung ist klasse. Also John Leguizamo. John Leguizamo ist Asia auch Argento. Dabei und Asia Argento. Da schließt sich dann dieser Schlussstrich. Und so gesehen ist das so der letzte Film aus dieser Romero-Quadrilogie. Die anderen drei Filme, die danach noch kommen, die kann man als lose Episoden aus George A. Romeros Dingern betrachten. Also als Spin-offs, die irgendwo da zwischen oder seitlich spielen. Also, um mal abzuschließen, bei Land of the Dead geht es ja auch viel um so Klassenkampf. Ne? Da gibt es ja diese Reichen, es gilt immer noch, wer reich ist und wer arm ist, trotz der Apokalypse. Und die Reichen haben sich in so einem Hochhaus, da leben sie wie die Made im Speck. Und die Armen müssen auf der Straße da vegetieren und für die Reichen so Frondienste leisten. Das war halt dann ganz klar auch wieder so eine Kapitalismuskritik, die er da einflechten hat lassen. Und dann eben diese Entwicklung von den Zombies, die langsam tatsächlich anfangen, selbstständig zu denken und auch so ein bisschen gegen die Menschen zu rebellieren, die sie ja abschlachten quasi und als Monster bezeichnen, so ungefähr. Insofern war das schon ein interessanter Ansatz, finde ich. Ich hatte bei dem Film ehrlich gesagt richtig Spaß. Ich auch die Idee mit dem Wasser, dass die Zombies nicht halt machen vom Wasser, sondern einfach durchlaufen, das fand ich mega zu der Zeit. Und es gab ja trotzdem bei Zombie diese Zombies, die durchs Wasser gelaufen sind. Das ist nichts Neues, aber da haben die Zombies geschafft, ihre Ängste zu erwinden. Und wenn du die Szene siehst, wie Big Daddy sieht, wie diese Zombies da instrumentalisiert werden und als als Schießbudenfiguren benutzt werden und davon dann richtig angewidert ist, da ist er fast menschlicher als viele der Hauptdarsteller. Genau, das ist ja, glaube ich, auch so die Grundaussage, die da so ein bisschen rüberkommen soll von Romero. Wie gesagt, er ist halt schon eine linke Socke irgendwie, aber deswegen nicht schlecht. Ja. Ich fand nur den Film, ich habe ihn auch im Kino gesehen und ich habe halt auf den
gewartet wie auf die Erlösung selbst irgendwie so und war dann wie viele andere auch arg enttäuscht. Und das große Problem war... Aber das ist immer so eine Sache, ja, ich weiß, Thilo, wenn man sich auf... Ich weiß, dann bist du oft enttäuscht, aber also da habe ich wirklich 20 Jahre im Grunde drauf gewartet. Und das große Problem für den Film war, dass eben das Dawn of the Dead Remake ein Jahr vorher so unglaublich gut war und die Messlatte so hochgesetzt hat, dass der da nur verlieren konnte. Mittlerweile habe ich aber meinen Frieden gemacht mit dem Film, finde ihn immer noch inzwischen richtig klasse, schauen mir auch immer wieder gerne an. Insofern alles gut, aber zu dem Zeitpunkt damals, da hat er es nicht leicht gehabt und die Kritiken waren ja dann auch nicht mehr wirklich so ganz, ganz toll. Aber wenn man den mit späterem Abstand betrachtet und ich hatte ja wirklich das Glück, ich habe den Zeitpunkt gesehen, da war ich absolut empfänglich dafür. Ich glaube sogar, dass ich da gerade 18 geworden bin oder so und das so mein erster FSK 18 Film im Kino war, wenn man das dann sieht, dann ist da die kindliche Neugier und der kindliche Spaß da natürlich noch ein bisschen stärker in einem vorhanden. Auf jeden Fall. Wir haben noch zwei Filme auf der Liste von Romero. Du sagst immer, wir haben noch drei. Welche drei meinst du da? Wir haben Diary of the Dead. Survival of the Dead. Und Survival of the Dead. Genau, aber das waren sie dann eigentlich. Mehr haben wir nicht mehr. So hat Romero ja gar nicht mehr. Muss ich zur Schande bestehen, dass ich Diary of the Dead unten im Regal stehen habe und noch nicht gesehen. Oh, und da wagst du es hier mitzumachen. Also, also ich muss sagen, der lief auch beim Fantasy Filmfest Nights, glaube ich. Habe ihn dann aber leider erst später dann auf dem Heimkino angeschaut. Und ich finde, Diary of the Dead ist jetzt kein Meisterwerk. Es ist aber ein ordentlicher Film, ein guter Zombie-Horrorfilm. Und der halt den interessanten Kniff hat, dass es eben eine Found-Footage-Geschichte ist, was man so der Hinsicht wahrscheinlich auch noch nicht gesehen hat vorher. Und vor allem, es ist ein Found-Footage-Film, ohne dass die Kamera zu störend wackelt. Ja, auch das. Und ja, ich fand eben auch, dass George A. Romero, der hat das wahrscheinlich direkt das Drehbuch geschrieben, nachdem das Dawn of the Dead Remake kam. Deswegen auch diese berüchtigte Diskussion, Zombies dürfen nicht schnell sein. Genau. Aber ich finde, es ist ein kleiner, feiner, dreckiger Film, den man sich echt gut anschauen kann. So ein paar echt nette Gewaltspitzen noch wieder drin, klingt allein am Anfang, wie so ein bisschen gezeigt wird, so die ersten Ausbrüche, wie so die Toten auf den Bahren nach dem Polizeieinsatz sich wieder erheben und so, die Polizei damit gar nicht umgehen kann. Es sind schon ein paar echte Schmankerl drin, aber natürlich hat es nicht mehr die Klasse seiner Meisterwerke vorher erreicht. Wir haben hier auch einen Cameo, ich glaube von der Crew aus Survival of the Dead, die kurz auf die Filmcrew von Diary of the Dead treffen. Richtig, da gibt's ein Crossover, was ich auch eine nette Idee fand. Aber ja, wollen wir über Diary noch was sagen oder? Wie gesagt, ich habe schon den nett, der ist guckbar, wenn man da ohne Erwartungen rangeht oder einfach einen Zombie-Film sehen will, der nicht ganz so dumm ist wie vieles, dass man dann schnell im Schnellschussverfahren produziert hat, dann kann man sich den durchaus geben. Also er hat schon seine Klasse und gerade, wenn man Found Footage mag, natürlich, wenn man Found Footage gar nicht mag, so lieber Finger weg, aber der macht es eigentlich ganz gut, dass es ein bisschen einigermaßen glaubhaft bleibt. Und ja, ich finde, es ist schon so eine kleine Genre-Perle, die man sich absolut gut weggucken kann. Dann kam allerdings 2009, ich glaube, es war dann der letzte Romero-Film, überhaupt Survival of the Dead raus. Er spielt auf so einer Insel, wo so verfeindete Cowboy-Clans gegeneinander kämpfen, aber gleichzeitig auch Zombies rumschlurfen. Ich habe mich tatsächlich aufraffen können, den Kino anzuschauen am letzten Tag, wo er noch lief. Und ich war etwas erschüttert, was Romero da quasi als Spätwerk abgeliefert hat. Es sind teilweise Sachen drin, wo ich echt mir die Augen reiben musste, wenn dann so Slapstick-Einlagen sind, wenn dann so welche mit Dynamit beworfen werden und das Haus explodiert und die stehen dann da wie in so einem Comic, also jetzt wie so ein Lucky Luke Comic oder so, wenn dann einer in eine Bombe oder Clever und Smart, ja, wenn dann eine Bombe drauf geht und die stehen dann in Unterhosen da mit schwarzen Rändern im Gesicht, wo ich mir gedacht habe, was hat er sich eigentlich dabei gedacht? Ah, aber wahrscheinlich ist er auch besser, als ich jetzt ihn in Erinnerung habe. Die Effekte sind allerdings schön blutig. Wieder mal, allein deshalb kann man einen Blick riskieren, aber ich finde, es war ein unwürdiger Abschluss für Romero. Ich finde, dieser Film hat so ein bisschen erklärt, wie Pferdelasagne zustande kam.
Das fand ich schon ultra dumm, dass die da gelernt haben, denn auf einmal, sie essen keine Menschenfleisch mehr, sie essen Pferde. Ja, geil. Und wenn das Pferd deinen Menschen beißt, hast du die ganze Scheiße trotzdem wieder. Aber für mich hat der Film trotzdem noch so seine Momente und er hat für mich einen der lustigsten Zombie-Kills ever, wo der eine im Boot eine Leuchtrakete in den Zombie schießt und dann fängt der Kopf von dem Zombie auf einmal Flammen an zu brennen und der zündet sich dann Zigarre an dem an. Okay. Das fand ich schon sehr lustig. Okay, ich fand es so ein bisschen zu over the top, aber naja, sollte ihm nochmal eine Chance geben. Ich habe den tatsächlich nur einmal bisher gesehen und kann mich an nichts dran erinnern von dem Film. Das heißt doch, das spricht doch eigentlich schon für den Film, oder? Oder gegen ihn. Total. Je nachdem. gut, aber wenn man sich die Chronologie von Romero nochmal geben will, gehört er natürlich schon rein in den Kanon der Dead-Filme von George A. Romero. Also den sollte man da auf jeden Fall nicht auslassen. Wie gesagt, da sind auch wieder ein paar geschmackige Effekte drin, auch wenn es so von der Handlung und so, ich da irgendwie auch so, ja, das war so beliebig irgendwie, das ging da rein, da raus. Das hat mich da irgendwie nichts mehr peitschen können. Insofern eigentlich schade, aber gehört halt trotzdem zu seinem Lebenswerk und deswegen sollte man es auch hier erwähnen. Ja, man sollte jetzt halt nicht den Fehler machen, die Comics zu lesen, die Romero dann noch am Schluss geschrieben hat, weil die fand ich jetzt nicht mehr ganz so gut, aber seine Zombie-Filme, die sind jetzt mittlerweile ähnlich gemächlich wie seine Zombies selber, aber die machen immer noch Spaß, wenn man dazu ein bisschen Abstand hat und sich auch an die langsamen Zombies gewöhnen kann. Okay, ja. Apropos langsame Zombies, da möchte ich noch was Kurzes erwähnen. Falls jemand mal wieder Bock auf die klassischen, schlurfenden, langsamen Zombies hat, die auch nicht plötzlich unbedingt anders aussehen, das hat mich nämlich bei den neuen Zombie-Filmen immer gestört, dass die dann auch im Gesicht Veränderungen haben. Die kriegen dann plötzlich so eine Stirn wie die Klingonen bei Star Trek und die Zähne sind plötzlich scharf und so ein Scheiß. Und das war halt bei Dawn of the Dead und so nicht, sondern die sind halt, waren noch ein bisschen blauder in der Fresse, aber sonst sahen sie halt gleich aus. Und da gab es eigentlich nur noch einen Film, der die wirklich so schön langsam und bedrohlich dargestellt hat. Der Film heißt, oha, oha, origineller Titel, The Dead. Von 2010, habt ihr den gesehen? Ja, das war der in Afrika. Der in Afrika, genau. Und das war mal richtig schön langsame, creepy Zombies, die sie von Weitem schon gesehen haben und trotzdem, oh, wir müssen weg, weil die schlurfen schon langsam auf die zu. Fand ich großartig, auch wenn der Schluss ein bisschen enttäuschend war. Gibt's auch einen zweiten Teil. Wie so eine Werbung für so ein SOS-Kinderdorf. Ja, genau, das habe ich auch gesehen. Es war wie so ein Werbebreak und da war er plötzlich aus, der Film. Also das Ende enttäuschend, aber sonst unglaublich intense Schlurf-Zombie-Szenen, die teilweise auch bei gleißender Sonne gezeigt werden. Und insofern ist auf jeden Fall ein Blick wert. Es gibt auch einen zweiten Teil, der spielt in Indien. Ja. Okay. Aber der ist nicht ganz so gut. Das habe ich mir jetzt halt gedacht und ich wüsste auch nicht, wie man an den ersten hätte anknüpfen sollen. Der hat mit dem ersten gar nichts zu tun. Außer, dass halt Zombie-Outbreak ist in Indien. Ich fand es halt schön, dass hier auch die langsamen Zombies gerade durch diese ungewohnte Location Afrika dann doch nochmal eine Bedrohung sind, weil da in Afrika hast du nicht wie der typische klischeehafte Ami irgendwo eine Knarre, sondern du musst da auf unangenehmen Nahkampf gehen und tust dich da teilweise schon schwer mit der Selbstverteidigung gegen diese Viecher. Ja, also ich finde, gerade die Location macht das Ganze wieder so ein bisschen originell und das ist ja so ein Amerikaner, der fürs Militär da irgendwie tätig war und der tut sich da mit so einem schwarzen Soldaten zusammen und schlagen sich dann durch. Das ist schon von der Location sehr schön gemacht und wie gesagt, durch diese langsamen Zombies kommt eigentlich viel schönerer Spannungsaufbau, wenn er dann so ein Flugzeugabsturz am Anfang und dann ist er am Strand und so eine Kiste, wo eben die Waffen drin sind, die muss er aufkriegen und um ihn herum schlurfen schon die Zombies auf ihn zu und er schafft es dann gerade noch, die Knarre rauszuholen. Also das ist schon nice, muss ich sagen. Okay. Haben wir eben einfach lang nicht mehr gesehen. Lief wie so viele Filme auch auf dem Fantasy Filmfest oder White Nights? The Dead lief auf dem Fantasy Filmfest, das habe ich da gesehen. Und absoluter Geheimtipp. Kann man sich geben. Ansonsten, ja, wenn wir von George A. Romero reden, würde ich sagen, kann man den Leuten auch Stark the Dark Half mit auf den Weg geben. Das war ein etwas besserer Stephen King-Film von ihm. Was haltet ihr von The Craziest, wo er Autor war? Stimmt, die Crazies sollten wir erwähnen. Ne, da hat er auch Regie geführt. Der ging zuerst mal so in Richtung 28 Days Later, da war es auch eher so eine Epidemie.
Ja, ja, genau. Genau, sind Infizierte, die werden halt eben crazy und bringen andere Leute um. Aber auf brutale Art, ey. Eigentlich auch, ja, auch ein sehr, sehr schöner Sehenswert. Film. Sehenswert, der auch ein richtig krasses Remake spendiert bekommen hat, ich glaube von 2013. Ja, mit Jimmy Oliphant. Wo es richtig zur Sache geht. Also, ja, genau. Und ja, nicht zu vergessen, also, kann man sich auch anschauen. Mit seinem Kumpel Stephen King hat der auch eine Episode über Creepshow. Creepshow gedreht, ja. Ja, ja. Der jetzt ja auch begnadigt wurde vor kurzem. Also schaut euch das an. Unbedingt. Oh Mann, jetzt haben wir aber eine Weile hier über Untote ich und Zombies gesprochen. Jetzt bin ich auch schon fast hirntot. Ich wollte euch noch kurz fragen, wie ihr jetzt die Abwandlungen von, weil du vorhin angesprochen hast, dass es jetzt mittlerweile viele Abwandlungen von Zombies gibt. Es gibt ja viele Filme, die durch Zombie-Filme inspiriert sind, zum Beispiel I'm Legend, das sind jetzt keine Zombies im ursprünglichen Sinne, aber im Prinzip sind es auch Infizierte. Und da gibt es ja einige solche Filme. Ob ihr da irgendwelche Lieblingsfilme habt, wo in diese Sparte reinpassen. Oder auch so wie sagt man nicht Rom-Com, sondern so Zom-Rom-Com. Es gibt ja auch zum Beispiel Bill Murray, den The Dead Don't Die, den fand ich ganz lustig. Mhm. Und ja, also wenn es jetzt Filme geht, wo jetzt keine klassischen Untoten sind, wie jetzt I Am Legend oder so, der ja auch für den, also als Inspiration für Romero ein bisschen hergehalten hat, weil das Buch kam in den 50ern raus. Der Omega-Mann gab es ja auch vorher mit Vincent Price. Das sind ja auch so diese apokalyptischen Filme. Also die waren dann eigentlich schon noch eine Inspiration vorher, bevor es überhaupt die klassischen Zombies gab. Aber sonst ich steh nicht so auf so Creature Features. Also bei Resident Evil finde ich es immer am blödsten, wenn dann diese komischen Supermonster auftauchen. Monster, ja, ich weiß auch nicht. Und genau, und die Zombies finde ich dann eher schon am spannendsten, weil ich finde die einfach am gruseligsten auch irgendwie sind, weil die halt so ausschauen wie normale Menschen, die aber dann so richtig böse sein können, wenn sie dich beißen. Und deswegen ist das so meine Welt. Ein Film muss ich noch anmerken, der auch gut ist, in meinen Augen ein koreanischer Film, The Train to Busan. Fand ich ziemlich cool. Ja, den kann man sich wirklich geben. Moderner Klassiker. Ja, richtig. Ich habe jetzt neulich den Nachfolgefilm Peninsula gesehen, der mich dann leider wieder enttäuscht hat. Der hat mich komplett unterwältigt, ja. Okay. Aber Train to Busan ist jetzt schon ein moderner Klassiker, einer der besten Zombie-Films, auch wenn es schnelle Zombies wieder sind, aber einer der besten. Das war Abschlussfilm beim Fantasy-Filmfest und wir waren alle weggeblasen und also ja, absoluter. Ist kein Geheimtipp mehr, aber es ist ein absoluter Tipp. Wer mal Zombies mag, unbedingt anschauen. Der hat ein Tempo, der hat eine Action, der hat eine straffe Regie. Er ist einfach fast perfekt, der Film. Oder wenn man mal wieder so ein bisschen zombiges Blätter mag, so in Richtung Braindead, da empfehle ich auch ganz gerne Death Note 2. Da drehen sie auch richtig schön ab. Ach, da war der erste schon schön. Ja, aber ach, gut, Braindead hätten wir vielleicht noch erwähnen müssen. Ist der jetzt vom Index runter? Der ist immer noch nicht begnadigt. Und ja, ich verstehe deswegen. Nicht, weil es Slapstick ist. Zombies und Slapstick, aber da sind sie ein bisschen überempfindlich. Was heitelt ihr dann von Flitter zum Beispiel oder von Night of the Creeps? Night of the Creeps, oh, den habe ich neulich erst wieder entdeckt. Er ist für mich auch einer der absoluten Klassiker. Ich feiere den voll, ich mag den. Der ist absolut genial. Also, aber ich glaube, das ist auch gar kein Geheimtipp. Aber es erzählt auch so ein bisschen eine andere Variante von Zombiefilmen, weil Zombiefilme sind ja immer so. Und da kommt es ja durch ein Alien-Wesen. Stimmt, das wollte ich eigentlich auch noch kurz ansprechen, habe ich völlig vergessen, denn bei den Romero-Filmen kommt ja nie raus, warum sich die Toten wieder erheben. Es gibt eine Schnittfassung von Night of the Living Dead, weil da hat das Studio drauf bestanden, wo sie die Nachrichten anschalten und dann heißt, irgendeine Venus-Sonde kam mit irgendeiner radioaktiven Strahlung zurück und das ist der Grund, wollte Romero aber nie. Er wollte nie, dass das rauskommt, weil ab da ist aber immer als Grund für die Zombies A, B, C angegeben worden, also entweder atomare Verseuchung oder biologische Viren, Bakterien oder Pilze, sogar wie bei The Girl with All the Gifts. Oder eben was Chemisches, das wurde bisher immer als Grund angekündigt, hat also mit Magie und so da nichts mit zu tun gehabt. Aber bei Romero wissen wir nicht, woran es liegt. Wird auch nie irgendwie aufgegriffenes Thema, anders als bei Walking Dead, wo es ja tatsächlich auch auf so ein Virus zurückzuführen ist. Ah, ja, das fand ich schade, dass sie das irgendwann ergründet hatten, aber egal.
Ja. Egal. Egal, ja. Wer war das nochmal? Kennt ich auch nicht. Ja, nee, verschwurbelt. Okay, habt ihr noch was zuzufügen? Wir haben jetzt eine Stunde 20 Minuten über Zombies, Romero, Horror, Untote und so weiter gequatscht. Ich glaube, wir haben das jetzt einigermaßen gut abgehandelt, was sich da getan hat seit 1968 bis heute. Und glaubt ihr, dass es irgendwann die Leute übersättigt sind mit diesem ganzen Zombie-Zeug? Ich denke, das ist immer so schubweise. Es gibt eine Zeit lang, ich vergleiche das gerne mit Videospielen. Es war eine Zeit lang, Zweite Weltkriegs-Shooter kam en masse raus, dann war man übersättigt von dem, dann ging es in die Neuzeit, jetzt ist man übersättigt von der Neuzeit, jetzt geht es wieder so langsam zurück in Zweite Weltkrieg, Erste Weltkrieg, und ich denke, das ist bei Zombiefilmen genauso. Eine Zeit lang hat man viele Zombiefilme, dann ist man übersättigt, dann kommen andere Creatures, Monsterfilme, Vampire und sowas, dann ist das wieder übersättigt und dann kommt es wieder zu Zombies. Also. Da kommen wieder Zauberschüler. Ja, aber Zombies, die sind halt wirklich wie ihre Gegenstücke, die kommen immer wieder von den Toten zurück und irgendwann wird es auch da wieder einen Boom geben. Spätestens, wenn wir diese Pandemie rum haben und ein bisschen seichtere Unterhaltung wollen, dann wollen wir wieder auch seichtere Zombie-Pandemie-Filme sehen, wo die Probleme nicht ganz so schwierig sind, wie sie gerade für uns sind. Schön gesagt. Und ich gebe es ganz ehrlich zu, ich kann nicht genug kriegen von Zombies. Ich hoffe, dass diese Welle niemals abebbt. Gib mir mehr. Sowieso. Gehirn. Okay, hat jemand noch abschließend was zu sagen? Nö, ich bin durch. Ich denke, mit durch? 18 Minuten sind wir ganz gut bedient. Gut, dann sind wir alle infiziert weiterhin und harrende Dinge, die da kommen auf untoter Ebene. Ich bedanke mich ganz herzlich beim Sam. Dankeschön. Und beim Patrick. Gerne. Also, dann bis zum nächsten Mal und nicht vergessen, Gehirn. Sehr geehrte Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, wertes Publikum, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Ihre Zeit. Wenn Ihnen gefallen hat, was Sie heute gehört haben, empfehlen Sie uns doch bitte weiter an Ihre Freunde, Bekannte und Verwandte, an jeden, von dem Sie glauben, unser Podcast gehört genau in deren Ohren. Wir freuen uns sehr auf Ihr Feedback, das Sie gerne hinterlassen können auf den Social-Media-Plattformen, wie zum Beispiel Facebook, Twitter, Instagram oder auch bei uns im Blog unter tele-stammtisch.de. Da gibt es Kommentarfunktionen, bitte nutzen Sie die bitte und bewerten uns auch noch. Wir sind ein Podcast, der von seinen Bewertungen lebt. Gehen Sie auf Apple Podcast, auf podcast.de, auf Google Podcast oder eine der vielen weiteren Plattformen, auf denen man Podcasts bewerten kann. Und bewerten Sie uns, das wäre total toll. Wir danken Ihnen vielmals und wenn Sie noch ein bisschen Geld übrig haben, dann nutzen Sie doch die Gelegenheit, uns via PayPal eine kleine Spende zukommen zu lassen oder die Amazon Affiliate Links zu nutzen, die Sie in den Shownotes finden. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao!